Jo Leute, Sini am Start, willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Heute geht's mal um die alles entscheidende Frage, denn ziemlich viele Leute interessiert es ja, was passiert eigentlich mit Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha in Boruto Naruto Next Generations, denn es wurde ja eine Anmerkung ziemlich am Anfang getroffen, dass Naruto möglicherweise sterben könnte, beziehungsweise dass dieser schon getötet wurde am Anfang in der Zukunftsszene von Boruto gegen Kawaki. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ist Naruto wirklich tot? Ist Sasuke wirklich tot? Weil Boruto hat natürlich auch so ein paar Sachen einfach von der Kleidung her oder vom Stil her, was sehr, sehr an Sasuke angelehnt ist. Möglicherweise ist dieser schon längst getötet worden, gestorben und Naruto dementsprechend auch. Was ist da denn so wirklich los? Ich möchte heute auf jeden Fall so ein bisschen diskutieren, was da möglicherweise dran sein könnte und was möglicherweise nur so ein bisschen in die Irre führen soll. Denn ich habe mir ein paar Argumente und ein paar Dinge einfach aufgeschrieben, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und die möchte ich auf jeden Fall alle mal so ein bisschen abklappern. Kommen wir erstmal zu den ganzen Sachen, die dafür sprechen, dass Naruto und Sasuke wirklich tot sein könnten. Dass in der Zukunft bald Naruto stirbt, Sasuke stirbt. Gerade diese beiden, die man halt jahrelang begleitet hat, dass diese beiden Charaktere halt bald sterben könnten. Was wird dafür sprechen? Einiges spricht dafür, meiner Meinung nach, zumal sehen wir den ersten Punkt, und das ist der folgende, dass Konoha komplett zerstört ist. Konoha ist im Hintergrund komplett zerstört, während Kawaki und Boruto gegeneinander kämpfen. Es ist komplett zerstört und wir sehen niemanden sonst. Ja, Boruto und Kawaki sind die einzigen, die dort auf dem Schlachtfeld sind, zumindest von der Szene her, die wir gesehen haben. Konoha ist zerstört, die Hokage-Köpfe sind zerstört und so weiter. Es ist alles komplett kaputt und niemand ist dort zu sehen. Niemand. Also kann es sein, dass alle möglicherweise getötet worden sind. Das wäre ziemlich heftig. Was ich persönlich aber nicht glaube, dass es jetzt unbedingt passieren muss, dass Boruto jetzt komplett jeden verliert. Ich meine, ich habe mal ein Video dazu gemacht, dass Boruto alles und jeden verliert, weil es ein kompletter Kontrast zu Narutos Geschichte wäre. Und ganz ehrlich, ich würde es auch absolut feiern, weil das wäre einfach nur eine mega nice Aktion und ein mega, mega krasses und deepes Werk dann, meiner Meinung nach, weil es dann eigentlich so fröhlich angefangen hat und dann ziemlich mies endet letztendlich. Mal gucken. Aber trotzdem, ich glaube, dass Boruto nicht unbedingt oder dass in Boruto nicht unbedingt alle sterben müssen. Ja, es kann sein, es ist wie gesagt eine Theorie von mir, dass Boruto alles und jeden verlieren wird. Aber hier auf dem Schlachtfeld, wo er gegen Kawaki kämpft, sind die beiden eben die einzigen auf dem Schlachtfeld und es ist niemand da, Konoha ist zerstört. Dann gibt es natürlich noch den Hinweis darauf, wie ich es gerade schon erwähnt habe, dass Boruto das Schwert und ein Stirnband trägt, was halt eben ein abtrünniger Ninja letztendlich eigentlich als Eigentum hat. Und man sich die Frage letztendlich stellt, ob es von Sasuke ist oder ob es sein eigenes ist. Ja, also ist es das eigene Stirnband letztendlich von Boruto, weil er abtrünnig wurde, weil er Konoha verraten hat, weil er sich Kara angeschlossen hat oder sowas. Das könnte möglicherweise der Fall sein. Wir wissen ja nicht, was im Laufe oder in der Zukunft von Boruto passieren wird. Wir wissen nur, wir haben diese Organisation Kara, die letztendlich diese Fluchmale hat. Und Sasuke könnte er sterben oder nicht und dann dementsprechend die Sachen an Boruto weitergeben, oder sind es Borutos eigene Sachen? Ich tue mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer mit den Sachen. Es gibt Leute von euch, die sagen, das ist auf jeden Fall jeweils das Schwert und das Stirnband von Sasuke. Es gibt Leute, die sagen, nein, das ist einfach das von Boruto, bla bla und so weiter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich 50-50 an der Stelle, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich vertraue da auch ehrlich gesagt nicht so sehr auf die Farbe und auf die Farbgestaltung des Animes oder Mangas halt dementsprechend, weil das kann auch ab und zu einfach mal ein bisschen variieren. Haarfarben können sich auch mal im Laufe je nach Studio und so weiter ändern. Von daher denke ich, kann man das daher nicht wirklich halt eben damit begründen. Ist dann halt so ein bisschen so die Sache, und gerade Zeichenstil von Kishimoto und dem neuen Assistenten von Kishimoto, der jetzt Boruto macht, ist halt eben wirklich ziemlich unterschiedlich. Ja, also Boruto sieht im Manga deutlich jünger aus, obwohl er ja älter als im Anime ist, ja. Das ist schon ein bisschen komisch, also ihr werdet wissen, was ich meine. Sein Gesicht ist ziemlich speckig, meiner Meinung nach, als wäre er wirklich sehr, sehr jung.
ohne Spaß, als wäre er 5 oder so. Und er ist ja, keine Ahnung, 11, 12 oder so. Und im Anime ist er ja noch in der Akademie. Das heißt, das spielt ja noch vor Genin-Zeiten, vor der schönen Auswahlprüfung und so weiter. Und da kommt er mir wesentlich erwachsener rüber als im Manga. Und im Manga ist er deutlich älter eigentlich. Und das ist so ein bisschen so die Sache letztendlich. Aber was ich auf jeden Fall denke, ist, dass beides halt die Möglichkeit sein kann. Also entweder ist es das von Sasuke, Sasuke ist dann tot, gibt das weiter, oder Boruto wird letztendlich selber abtrünnig und kriegt dann so ein Stirnband und kriegt selber im Laufe seiner Zeit, in seiner Geschichte, mehrere Schwerter. Jetzt durch die Spoiler, beziehungsweise durch das aktuelle Kapitel, scheint er auch ein neues Schwert zu bekommen, ein Laserschwert, ein Lichtschwert, irgendwie ein Chakra-Schwert oder sowas, keine Ahnung. Es wird alles mit dieser Technologie so ein bisschen argumentiert und einfach näher gebracht. Mal gucken, was Boruto da auf jeden Fall noch auf seinem Weg alles kriegen wird oder eben halt verlieren wird. Ich habe mir übrigens auch den Dialog, den Boruto und Kawaki in dieser Szene hatten, komplett 1:1 aufgeschrieben und übersetzt. Und zwar wird das eingeleitet mit dem Satz: Die Ära der Shinobi ist zu Ende. Boruto sagt: Ich denke nicht, dass du so weit gehst, Kawaki. Kawaki sagt: Ich schicke dich dorthin, wo ich den 7. hingeschickt habe, Boruto. Boruto sagt: Uns bleibt keine andere Wahl. Fragezeichen. Kawaki sagt ganz genau: Die Ära der Shinobi ist vorbei. Ich bin immer noch ein Shinobi, sagt Boruto. An der Stelle kann man da nicht so viel draus ziehen, außer halt eben, was passiert mit Naruto? Wo ist der 7. Hokage zu dieser Zeit? Ist er wirklich in Anführungsstrichen im Himmel letztendlich oder ist er in einer Parallelwelt? Das könnte möglicherweise auch der Fall sein. Und ein ganz, ganz großes Argument, was ebenfalls dafür sprechen würde, dass Naruto und Sasuke tot sein könnten und sterben können, ist Kishimotos Anmerkung, denn er sagte, dass er Charaktere tötet, wenn es den Manga besser macht, beziehungsweise er würde über Leichen gehen, um Boruto halt eben besser zu machen, beziehungsweise halt eben den Manga seinen Weg bestreiten zu lassen. Dafür würde er auch alte Charaktere eben töten. Auch so Leute wie Naruto, Sasuke, Shikamaru und so weiter und so fort. Von daher, geht er da über Leichen an der Stelle. Und ich denke auch persönlich, dass Leute sterben werden. Also ich glaube auf jeden Fall, dass in Boruto jemand sterben wird von der früheren Geschichte, von Naruto Classic, von Shippuden und so weiter. Jetzt komme ich mal zu den Gegenargumenten, die dagegen sprechen. Denn wie alle natürlich am Rummeckern sind, dass es eben Naruto und Sasuke eben sind. Es sind halt eben Naruto und Sasuke, ja. Naruto hat man so lange begleitet, Sasuke ebenfalls, die jetzt einfach, ich will nicht sagen in wenigen Kapiteln oder wenigen Episoden und so weiter, ich will nicht sagen, dass man sie direkt umbringt oder so. Das kann sich natürlich auch ziehen. Es ist natürlich auch Borutos Story, es ist natürlich auch Borutos Geschichte. Von daher sollte man das immer im Hinterkopf behalten. Es ist halt eben nicht mehr Naruto, es ist halt Boruto. Das hat Boruto von Anfang an klar gemacht. Er hat gesagt, das ist meine Geschichte. Mein Vater hat hier nichts zu suchen an der Stelle. Dass man dann aber so weit geht und Naruto und Sasuke dann auch einfach tötet, das wäre ein bisschen heftig, finde ich. Deswegen ist es meiner Meinung nach schon ein ganz kleines Gegenargument zu sagen, ey, es sind halt wirklich Naruto und Sasuke, die du hier als Charaktere töten willst. Von daher wäre das ein bisschen heftig, die beiden einfach komplett rauszunehmen und quasi die beiden stärksten Shinobis mitunter aus der ganzen Shinobi-Welt da eben rauszunehmen und sie dann wirklich komplett durch die neue Generation zu ersetzen. Also das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig, aber wie gesagt, das ist nur ein ganz kleines Kontra-Argument meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist Naruto, es ist Sasuke, das muss jetzt nicht unbedingt was sein, es kann natürlich ein kleiner Fake-Hype sein, ja, was viele Mangaka machen, ich kenn's selber, wir kennen es selber für die Leute, die Fairy Tail mitverfolgt haben, Hiro Mashima, er hat viel Fake-Hype erzeugt, er hat viel gefaked, er hat viel für Verwirrung gesorgt und gesagt, yo, der und der ist tot und dann war es letztendlich nicht so, wo dann viele Leute auch hintergekommen sind und dann wirklich gemerkt haben, ey, der Typ, der verarscht die Fans nur, beziehungsweise der verarscht nur, der will nur ein bisschen Reaktion bekommen und so weiter. Natürlich ist es eine Riesenreaktion jetzt zu sagen, ey, Naruto ist tot, Sasuke ist tot, was geht da ab letztendlich, wer hat die beiden umgebracht und letztendlich ganz zum Schluss, wenn man mal in den Arc richtig reinkommt, sind die beiden gar nicht tot, sondern sie sind nur verschleppt worden, jetzt in Anführungsstrichen verschleppt worden,
in eine andere Welt, nämlich in die Parallelwelt, die im Boruto-Anime bereits angesprochen worden ist, seitens Kaguyas Techniken, liegt also daran, dass es eine neue Welt anscheinend gibt. Eine Art Parallelwelt, Kara scheint da auch ihre Verbindung zu haben und das wäre so meine Ansicht der ganzen Dinge, beziehungsweise meine Alternative zu einem Tod dieser beiden Charaktere. Dass man halt eben sagt, Naruto und Sasuke sind nicht tot, sie sind nur in einer Parallelwelt gefangen. Da macht der Satz auch von Kawaki ein bisschen Sinn, dass er sagt, ich schicke dich zum Siebten, weil er mit den Fluchmalen natürlich in gewisser Weise halt diese Fähigkeiten zu dieser Parallelwelt hat. Denn Borutos Auge, das Yogan, scheint auch ebenfalls irgendwie so Beziehungen oder Verbindungen zu diesen Parallelwelten zu haben. Denn er hat das natürlich erstmals aktiviert, als Sumire mit dem Nu angegriffen hat. Sumire hat eine Geheimtechnik angewendet mit dem Nu, mit dem Monster, mit dem Angriff auf Konoha, was auch Techniken von Kaguya waren und ebenfalls eine Parallelwelt, ein Tor zu einer Parallelwelt geschaffen, wo sie dann halt eben gegen Mitsuki und Boruto gekämpft hat mit diesem Nufi und da hat sich Borutos Auge ja erstmals richtig aktiviert, ja, dass er auch selber mit dem Auge in diese Welt reinkommen konnte, dass er diese Welt betreten konnte und ich denke mal, dass Borutos Auge, das Yogan, so wie es genannt wird, sehr, sehr wichtig sein wird, wenn es später in diese Parallelwelt übergeht. Bedeutet also, dass diese Fluchmale höchstwahrscheinlich auch etwas mit den Otsutsukis zu tun haben wird, weil natürlich Kaguya Otsutsuki ist ja vom Otsutsuki-Clan letztendlich, die hat was mit Parallelwelten zu tun. Boruto, Kawaki, die werden alle diese Fluchmale haben letztendlich. Und Boruto hat dann nochmal das Auge auf der anderen Seite, wo er diese Parallelwelten mit betreten kann möglicherweise oder, keine Ahnung, irgendwie Tore finden kann zu diesen Welten, wo dann Naruto und Sasuke später einfach hinverschleppt werden oder entführt werden und nicht mehr rauskommen können, weil Naruto und Sasuke, die haben das Yogan nicht letztendlich. Sasuke hat einen Rinnegan, ja super, mega nice, was soll er da gegen die Übermächte an Gottkräften denn machen? Da kann er nichts machen, das ist ja nicht mehr normal. Also da kommen echt gewisse Geheimnisse noch hoch, die werden ein bisschen heftig werden. Ich persönlich, wenn man mich jetzt wirklich fragt, glaubst du Naruto und Sasuke sind tot? Ich denke es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass Naruto lebt. Ich glaube, dass Naruto nicht tot ist. Ich glaube, dass Naruto nur gefangen ist in einer alternativen Welt, ja, in einer Parallelwelt. Bei Sasuke bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher wegen der Kleidung, ob es wirklich seine Kleidung ist, die er an Boruto weitergibt. Aber bei Naruto bin ich mir sehr sicher, dass der nicht tot ist. Also das denke ich wirklich stark. Bevor ich aber zum Ende des Videos komme, möchte ich auf jeden Fall nochmal explizit über die Parallelwelten sprechen, denn ich habe auch so eine eigene kleine Theorie entwickelt, was es mit den Parallelwelten auf sich hat, beziehungsweise gibt es nur eine, gibt es mehrere, weiß man ja nicht ganz genau, das steht ja so ein bisschen in den Sternen momentan noch in Boruto, man weiß nicht ganz genau, was wird da jetzt letztendlich noch passieren, aber ich habe mir auf jeden Fall so ein paar Gedanken gemacht und könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wie gesagt, das ist nur eine Spekulation letztendlich. Ich möchte hier definitiv nicht irgendwie was faktisch festlegen. Es ist nur eine Theorie meinerseits. Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Parallelwelten auch in Zeitlinienvarianten gibt. Bedeutet also, dass eine Parallelwelt bald in Boruto, in der Zukunft von Boruto, nicht wirklich eine andere Dimension ist oder sowas, sondern es ist eine andere Zeitlinie. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Geschichte von Boruto mit der Zeit spielt. Das bedeutet, man hat verschiedene Versionen von Borutos Geschichte, wie es ausgehen könnte. Das heißt, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, dass Boruto möglicherweise alles verlieren könnte, wo halt wirklich jeder sterben könnte, wo Konoha zerstört wird und so weiter und so fort, wo halt wirklich dann auch Naruto und Sasuke sterben könnten, wo alles genauso passiert und dann letztendlich auch der Kampf Kawaki gegen Boruto so stattfindet, wie wir ihn gesehen haben. Es kann aber auch möglicherweise gar nicht dazu kommen, ja. Es gibt natürlich das Gefäß, es gibt den Schlüssel, möglicherweise gibt es dann diese Gottkräfte, die dann auch Zugriff auf diese Zeitmanipulation haben könnten, denn in Boruto wird sehr, sehr viel über Zeit gesprochen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass dieses Zeitthema sehr, sehr präsent ist, weil einfach die Entwicklung generell in Boruto einen riesigen Schritt macht, beziehungsweise
beziehungsweise es wird irgendwie von Folge zu Folge oder von Kapitel zu Kapitel immer mehr reingebracht, was so dieses Sci-Fi-mäßige einfach betrifft, wird einfach reingebracht, finde ich. Also sowas wie Cyborgs oder jetzt auch so Laserschwerter-mäßig, was den Manga betrifft zumindest, aber auch generell, ja, dieses ganze Gaming-Ding, was Boruto in der Akademie zockt mit seinem Nintendo DS oder was er da hat, mit den Sammelkarten und so weiter, das Ganze wird halt moderner, ja, ohne Spaß, es wird halt immer moderner und so weiter und ich finde, es wird immer ganz oft über die Zukunft gesprochen. Ich finde, es wird immer ultra krass über die Zukunft gesprochen. Wir haben jetzt demnächst auch bald im Anime eine Folge, wo es um den weiteren Ninja-Weg gehen wird, also wo die noch in der Akademie sind und wo man generell halt darüber spricht, was passiert in der Zukunft und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es auf jeden Fall immer ein ziemlich wichtiges Thema in Boruto sein wird, was passiert eigentlich in der Zeit von Boruto. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Boruto etwas komplexer sein wird mit der Kara, dass man vielleicht auch verschiedene Zeitlinien bauen könnte, dass diese Parallelwelten vielleicht auch generell die Zeit manipulieren können und dass es dann möglicherweise verschiedene Versionen gibt. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, Konoha einmal zerstört, Konoha einmal nicht zerstört, sowas halt. Zum Beispiel, dass der Boruto, der am Anfang halt eben das erzählt hat, dass er gegen Kawaki gekämpft hat und so weiter und so fort, diese Zukunftsszene, die wir gesehen haben, dass das nicht unbedingt der Boruto ist, den wir jetzt sehen, der in der Kindheit da eben in der Akademie und so weiter eben tätig ist, sondern dass es verschiedene Borutos gibt. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Ohne Scheiß, stellt euch einfach mal vor, es gibt verschiedene Zeitlinien oder verschiedene Versionen einfach von einem gegenwärtigen Boruto, der halt seine Geschichte hat und irgendeinem Boruto in der Zukunft, der vielleicht alles verloren hat und durch diese Parallelwelten kann man vielleicht verschiedene Geschichten bauen. Das fände ich eigentlich richtig nice, ohne Scheiß, gestützt natürlich durch diese ganze Entwicklung und so weiter, was vielleicht ein ganz kleines Foreshadowing darauf sein könnte, dass man in Zukunft mit der Zeit spielen könnte. Fände ich ganz nice, weil man natürlich auch Verbindung zur Vergangenheit hätte, zu den Otsutsukis, zum Otsutsuki-Clan und so weiter. Und man vielleicht auch zu alten Chakra-Methoden oder so vielleicht sogar noch Beziehungen ziehen kann. Und das fände ich auf jeden Fall ganz nice. Wie gesagt, das ist noch ein sehr, sehr vages Thema, weil man natürlich noch wirklich absolut gar keine Beweise dafür hat. Es ist nur ein Gedanke meinerseits, weil ich es ziemlich feiern würde, wenn man mit diesem Gefäß, worüber Kara spricht, mit diesem Schlüssel, worüber Kara spricht, echt sowas machen könnte, wie verschiedene Zeitlinien. Götter haben ja anscheinend solche übermächtigen Kräfte, deswegen würde es ganz gut passen. Und ich kann mir ganz ehrlich kein Finale von Boruto vorstellen. Also wirklich, wie ich es mal gesagt habe in einem anderen Video, dass es alles komplett zerstört ist, dass alle sterben und so weiter. Ich meine, Konoha ist öfter schon mal kaputt gegangen, ja, durch Pain oder so, aber trotzdem, das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, dass das Endstatement ist von Boruto Naruto Next Generations, dass alle tot sind, Boruto ganz alleine ist und alle Shinobis einfach weg sind. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Letztendlich kann es in einer anderen Version von Konoha der Fall sein, von der Ninja-Welt. Aber das fände ich eigentlich ganz nice, wenn man sowas mit Zeit einfach reinbauen würde. Würde dem Ganzen auch nochmal ein bisschen, Hype geben, fände ich. Stellt euch mal vor, Boruto trifft einfach auf sich selber, ja? Auf einen Zukunfts-Boruto. Es gibt nachher mehrere Borutos. Ich fände das mega geil, also ohne Scheiß. Wäre ganz cool. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt, was meine Theorie dazu betrifft. Wie gesagt, das ist alles ziemlich vage, ist natürlich nichts raus und so weiter. Ist nur eine kleine Anmerkung meinerseits, weil ich finde das Ganze wirklich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich würde das ziemlich feiern. Und das möchte ich dementsprechend nur am Rand mal erwähnen, dass das auf jeden Fall so meine kleine Theorie ist, was die Parallelwelten betrifft, was das Gefäß betrifft, was den Schlüssel betrifft, dass man halt Zeit manipulieren könnte und da irgendwie mitspielen könnte. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mir einfach mal, ob ihr denkt, sind Naruto und Sasuke tot, sind sie verschleppt worden, sind sie in einer Parallelwelt, sind sie bei One Piece, keine Ahnung, wo sind die beiden, was ist mit den beiden passiert, schreibt mir einfach mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben, würde mich sehr drüber freuen, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, ciao!